Die Märkte haben gegen die Fed gewettet und jetzt führen sie 1:0, denn Paul war gestern wie verwandelt und hat gewissermaßen das Mitspielen verweigert. All das, was bei den letzten Auftritten von Paul, bei den letzten Pressekonferenzen, wie auch in Jackson Hole der Fall war, das war plötzlich weg. Im Gegenteil haben wir gestern sogar ein weitgehend hawkisches FOMC-Statement gesehen, also praktisch das Statement der US-Notenbank zur Begründung ihres weiteren Zinsschrittes. Da hat man gesagt, weitere Zinsanhebungen werden erforderlich sein etc. Aber dann kam Paul, der hat alles relativiert, was er im Grunde vorher gesagt hat, alles relativiert, was andere FED-Mitglieder vorher gesagt haben. Und oh Wunder, die Märkte total euphorisch. Man hatte erwartet, die Märkte hatten erwartet, dass diese Zinsanhebung kommt, aber dann hawkischer Talk von Paul kommt, das habe ich auch erwartet, da habe ich mich geirrt. Dennoch bleibe ich bei meinen Positionen. Ich hatte letzten Donnerstag gesagt, dass ich Euro-Dollar-Short bin, Nasdaq-Short bin, ein bisschen DAX-Short bin und auch im Gold-Short bin. Ich bleibe bei diesen Positionen. Ich weiß, da gibt es viel Häme bei den YouTube-Kommentaren, was ich übrigens sehr unschön finde. Ich gönne jedem seine Gewinne, ob er Long oder Short ist, weiß aber gleichwohl, dass Börse natürlich nicht so funktionieren kann, wenn alle gewinnen. Aber warum halte ich an diesen Positionen fest? Nun, weil die Indikatoren mir sagen, tu es. Das ist zwar schmerzhaft und ich liege substanziell im Verlust, kann aber noch einiges ertragen. Dementsprechend bleibe ich schlichtweg dabei und werde an dieser Haltung festhalten. Wir schauen uns jetzt zunächst mal an, was da passiert ist und wollen uns dann einige dieser Indikatoren anschauen. Hier zunächst mal das, was zum Beispiel im letzten FOMC-Protokoll stand. Hier sprach man von diesem Unwarranted Easing in Financial Conditions, also den ungewünschten Folgen einer Lockerung der Finanzbedingungen. Genau das ist ja passiert mit dem Anstieg der Aktienmärkte, mit dem Fall der Renditen. Dann noch in diesem Fed-Statement Dezember. Keiner der Mitglieder erwartet, dass die Zinsen im Jahr 2023 sinken werden. Also die Fed hat praktisch eine Zinssenkung 2023 ausgeschlossen. Und dann Paul gestern, er hatte ja dreimal bei den letzten drei Pressekonferenzen die Märkte immer wieder nach unten geprügelt, in Jackson Hole nach unten geprügelt, aber gestern war das anders. Und zum Beispiel zum Thema Zinssenkungen, ja, da gibt es verschiedene Perspektiven, wie schnell die Inflation nach unten kommt. Ich versuche nicht, die Leute davon zu überzeugen, von meiner eigenen Prognose zu überzeugen, also so jeder, wie er gerade will. Das klingt natürlich viel softer als dieses Bekenntnis, 2023 werden wir die Zinsen nicht senken. Und wie Alfie richtig schreibt, Pauls Hauptjob war eigentlich hier jetzt gegen die Euphorie der Märkte anzukämpfen, damit die Finanzkonditionen nicht noch laxer werden. Das ist ihm offenkundig nicht gelungen, dementsprechend, oder hat er nicht gewollt, dementsprechend die Märkte nach oben. Das Statement der Fed, wie gesagt, das war relativ hawkisch, muss man sagen. Ongoing increases, also weitergehende Zinsanhebungen. Inflation has eased somewhat, hat sich ein bisschen abgeschwächt. Und jetzt vor allem hat sich dieser Duktus verschoben von, naja, Geschwindigkeit und Größe der Zinsschritte hin zur Dauer der oben bleibenden Zinsen. Das ist ja genau das, was die Märkte eigentlich nicht hören wollen. Also das Fed-Statement sagt, die Zinsen werden 23 oben bleiben. Paul hat das gestern relativiert und hat gesagt, naja gut, jeder hat seine Perspektive. Ja, okay, wenn jetzt die Inflation deutlich schneller fallen würde, als wir erwarten, ja, dann könnte man drüber nachdenken. Er hat schon ein paar hawkische Dinge auch gesagt, etwa, dass eben weiter die Zinsen steigen, dass weiter eine restriktive Geldpolitik notwendig sei. Wir müssen noch a couple of more hikes machen. Also a couple heißt eigentlich mehr als einer. Faktisch sagt Paul, dass er also mindestens noch zwei Zinsschritte machen wird. Er hat dann auch gesagt, Labor Market extremely tight, also der Arbeitsmarkt extrem out of balance, wie er hier formuliert hat. Und es gibt keinen Grund für Complacency, aber dann eben diese Aussagen zu den Financial Conditions, das war das, was die Märkte elektrisiert hat, also diese Finanzkondition. Da kam dann die Frage eines Journalisten, ja,
Macht euch das denn nicht Sorge, dass die zu locker sind? Und ich hatte gestern hier im Marktflüster gesagt, Powell muss schon irgendwie einen Hammer auspacken, um die Märkte zu beeindrucken. Das hat er überhaupt nicht gemacht, sondern bei diesen Financial Conditions gesagt, also die hätten sich doch seit dem Dezember-Meeting gar nicht groß geändert. Die gehen seitwärts, mal rauf, mal runter. Aber ungefähr da, wo sie im Dezember waren, ist das wirklich wahr. Diese Aussage vor allem war es, die die Märkte dann nach oben gebracht hat, denn hier sehen wir mal die Financial Conditions nach dem Bloomberg US Financial Conditions Index. Es gibt noch einen von Goldman Sachs und es gibt einen von der Chicago Fed. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Hier zunächst mal die Aussage von Financial Conditions have tightened significantly over the last year. Also die hätten sich doch schon deutlich gestraft und dann zeigt hier Sven Hendrik unter anderem diesen Chart. Das ist natürlich hier nicht erkennbar. Hier sagt ein Analysehaus, okay, allein, dass Paul das sagt, dass die Finanzkonditionen sich so gestraft hätten, das sei schon dovish per se und würde auf eine bevorstehende Wende der Fed hindeuten. Naja, mal gucken. Jedenfalls sehen wir hier das, was Paul wohl wirklich gemeint hat mit diesen Financial Conditions, nämlich den Chicago Fed National Financial Index. Und hier sehen wir, wenn er den meint, dann hat er durchaus recht, dass sich die Finanzkonditionen durchaus gestraft hat. Wenn wir mal Anfang 2022 angucken, dann ist das doch eine signifikante Straffung. Je höher das Ding steigt, umso straffer die Finanzkonditionen. Also wie auch immer man es drehen will, die Finanzkonditionen-Aussagen von Paul waren das, was die Märkte richtig gekickt hat. Und da ist eben die Frage, was meint er? Ist er wirklich oder meint er wirklich, ja, interessiert mich nicht, was die Märkte machen, ihr könnt ruhig weiter Party machen? Glaube ich persönlich nicht, aber ist eben eine Interpretationsfrage. Hier sehen wir die Financial Conditions nochmal aus anderer Perspektive, nämlich die Realrenditen bei zweijährigen US-Staatsanleihen. Das sind jetzt fast so tief wie seit 2 Monaten nicht mehr. Also, das ist einer der entscheidenden Fragen. Statement war hawkisch. Die Aussagen von Powell zu den Finanzkonditionen waren dovish. Markets don't believe you, Jay Powell, titelt hier Alf. Und der zeigt die folgende Grafik. Die Märkte tun so, als würde jetzt praktisch QE wieder annonciert worden sein. Unten sehen wir den Nasdaq, obere Trendkanalbegrenzung seit Anfang 2023, also seit Jahresbeginn. Wir sind maßlos überkauft. Wir sehen oben eine negative Divergenz. Und die Märkte tun so eben nicht nur, als würde Quantitative Easing schon wieder praktisch installiert sein, sondern sie verkennen, dass die Geldpolitik eben Monate mindestens noch sehr straff bleiben wird. Paul hat faktisch gesagt, die Zinsen werden a couple of times, also mindestens zweimal, sonst würde er vielleicht noch sagen, ja, einmal machen wir es vielleicht noch. Jedenfalls wird das noch eine Zeit lang so sein und sehr wahrscheinlich ist, dass die Wirtschaft dann in eine Rezession fallen wird. Und das ist das, was gestern auch besonders überrascht hat, nämlich dieser Optimismus in Sachen Wirtschaft bei Jerome Powell, dazu gleich mehr. Jedenfalls sagte Powell auch, wir brauchen deutlich mehr substanzielle Evidenz, dass die Inflation auf 2% zurückgeht, und dann hat er vor allem diese Inflation aus dem Service-Sektor ohne den Bereich Housing angesprochen. Da sind wir nach wie vor weit drüber, da sind wir jetzt aktuell bei 4%, und das zeigte, dass die Fed vor allem auf diesen Sektor achtet, und der ist eben noch über den erwünschten 2%. Dementsprechend wird es schlichtweg noch dauern, so oder so, bis die Fed hier agieren wird. Aber es ist schon ein bisschen widersprüchlich gewesen, was da teilweise begonnen hat. Etwa diese Aussage, die Disinflation im Gütersektor hat begonnen. Das klingt so ein bisschen nach dem alten Inflation is Transitory Mantra. Der Arbeitsmarkt sei sehr heiß. Er wurde angesprochen auf die sehr starken Jobs gestern, also diese ausgesprochen zahlreichen Jobangebote, aber er sagt, kein großes Problem, ich glaube irgendwie an ein Soft Landing, ich glaube, dass das sozusagen, dass wir die Inflation nach unten bringen, ohne dass zum Beispiel die Arbeitslosigkeit stark ansteigt. Dann hat er eine Aussage verweigert, anders als bei der letzten Sitzung im Dezember, wo denn der Hochpunkt der Zinsen liegen würde, also 5 oder 5,25%, hat er gesagt, haben wir nicht drüber gesprochen.
machen wir erst bei der nächsten FED-Sitzung. Und jetzt ist es schließlich so, dass eben die Märkte sich gesagt haben, okay, ongoing rate hikes ist ein Bluff. Das war wahrscheinlich der letzte rate hike, auch wenn das eigentlich die Aussagen von Jerome Powell nicht hergeben. Jetzt sagt Maverick unter anderem, this was a nothing burger, now pay attention to earnings and technicals. Jetzt geht die Aufmerksamkeit wieder auf die technischen Dinge. Aber nochmal kurz zum Soft Landing, was Powell hier gesagt hat, entbehrt jeder historischen Evidenz, denn jedes Mal, wenn die Zinsen deutlich und stark angehoben wurden, und die sind ja deutlich und stark angehoben worden, dann kam es zu einem Unfall, dann kam es zu einer Rezession. Wir kennen kein einziges Beispiel, dass das nicht passiert wäre. Also Paul argumentiert jenseits der Historie gewissermaßen. Schauen wir uns mal die Märkte gestern an. Dow Jones unverändert, Nasdaq dagegen mit einer Rallye von über 2%. Interessant, aber wir sehen hier zwar Technologie und Consumer Discretionary ganz vorne, das sind Risk-On-Sektoren. Interessant aber, dass zum Beispiel Finanzen und Energie ganz hinten sind. Das sind eigentlich auch Risk-On-Sektoren, die spielen da scheinbar nicht mit. Wir sehen den VIX unter der 18er-Marke und David Rosenberg sagt, ja, solange Cathie Wood ständig immer auf CNBC interviewt wird, ist der Boden nicht gefunden. Wenn Jeremy Grantham, ein bekannter Bär, ständig auf CNBC wäre, dann wüsste man, dass vielleicht der Boden es erreicht ist. Und hier nochmal der S&P 500. Wir sehen das mit triple negativen Divergenzen in allen Bereichen. Kann natürlich sein, dass wir hier weiter ein Stück weit noch nach oben gehen, würde mich aber nicht veranlassen, meine Short-Position jetzt wirklich zu realisieren oder glattzustellen. Ähnliches gilt für den Nasdaq, der extrem überkauft ist mit negativen Divergenzen. Unten sehen wir den McLaren Oscillator, der eine negative Divergenz zu diesem Kursanstieg uns bietet. Heute kommen die Zahlen von Amazon, Apple und Alphabet. Alleine hier mal die Marktkapitalisierung. Apple 2,3, Google 1,3 oder ja, welches auch immer man nimmt, Google oder eben das andere Google. Und Amazon über 1 Billion, also wir haben hier mal locker 4,5 Billionen an Marktkapitalisierung, die heute berichten werden. Das wird ein absoluter Hingucker. Gestern ja die Zahlen von Gesichtsbuch. Naja, wie sollen die sein? Mäßig, würde ich sagen. Das ist sehr, sehr durchschnittlich gewesen, was aber die Märkte euphorisiert hat oder die Aktie euphorisiert hat, waren diese 40 Milliarden Aktienrückkäufe. Wenn du keine Ahnung hast, was du machen sollst, dann kauf deine eigenen Aktien zurück, um deinen Kurs irgendwie zu pflegen. Das scheint hier das Motto zu sein. Nicht besonders überzeugend aus meiner Sicht. Abschließend, meine Damen und Herren, noch 2 Empfehlungen. Heute ja EZB-Sitzung. Die hat man ganz aus dem Auge verloren. 14.15 die Entscheidung, 14.45 dann die Pressekonferenz. 05 ist eingepreist, aber dieser Kampf zwischen Falken und Tauben, der tobt, der ist extrem intensiv. Schauen Sie mal da rein, wenn Sie sich da updaten wollen vor der EZB-Sitzung. Und DAX mit Freudensprung, gelingt ihm der Ausbruchsversuch aus der Range. Aktuelle Artikel, also diese 2 Artikel möchte ich empfehlen. Wir sehen uns heute Abend zu Marco Fürster. Ciao.